Also Frauen sind ja aus Fleisch und Blut und sie haben ein verdammtes Recht drauf, bei der Partnerwahl selektiv zu sein. Je besser sie aussieht, desto mehr Recht hat sie dazu. Und Frauen gucken immer bewusst oder unbewusst nach der Marktsituation, um herauszufinden, ob du das Beste bist, was sie haben kann. Nummer 1. Du bist oder wirst träge in der Beziehung. Die Chancen sind hoch, dass eine gute Frau dich ausgewählt hat, weil sie den Eindruck bekam, du bist ein Typ voller Ambitionen und Ziele für dein Leben. Sie nahm also an, es passiert etwas in deinem Leben und du hast gewisse Macht und Einfluss auf dein privates und oder berufliches Umfeld oder zumindest du hast gute Aussichten darauf. Ob man es zugeben will oder nicht. Viele Jungs stapeln hier gerne mal hoch, wenn sie beim Kennenlernen einer Frau sind. Klappern gehört halt zum Handwerk, gelle? Die Frau steigt dann drauf ein, ist fasziniert und schon ist die Beziehung fest. Glaubst du zumindest. Wenn sich nämlich später herausstellt, dass dein Gesäusel nur heiße Luft war, dann sind die Tage der Beziehung eigentlich schon gezählt. Sieht sie wirklich gut aus und hat sie Optionen, dann passiert das umso schneller. Zweitens, du vernachlässigst Gesundheit und deinen Körper. Hast dir eine hübsche Frau geangelt und glaubst nun die Schäfchen im Trockenen zu haben, wie? Schön zurücklehnen und Pizza futtern, keinen Sport mehr machen, öfters mal einen Picheln gehen und die Frau dabei zusehen lassen, wie der körperliche Verfall seinen Lauf nimmt. Versetz dich mal in ihre Lage, würde ich sagen. Muss sie das tolerieren? Und vor allem, würdest du es tolerieren, wenn sie plötzlich aufgeht wie ein Kloß und es ihr egal ist, ob sie für dich gut aussieht oder nicht? Eigentlich solltest du als Mann sowieso fit sein bzw. bleiben und dein physisches Potenzial ausschöpfen. Egal, ob du eine Frau an deiner Seite hast oder nicht. Du kannst es aber keiner Frau der Welt übel nehmen, wenn du hier die Zügel in der Beziehung schleifen lässt und sie dich dann mit einem Fitnessprinzen austauscht. Nummer 3. Du bringst es im Bett nicht. Okay, ich hab's eingangs schon angedeutet. Frauen sind Menschen aus Fleisch und Blut und sie haben gewisse Bedürfnisse, die sie stillen wollen. Auch das kannst du keiner Frau verübeln. Was aber ist gut und was ist schlecht im Bett? Naja, ein Stück weit ist das schon subjektiv und nicht jede Frau will das absolut Gleiche im Bett. Das musst du eben herausfinden, was sie will. Was natürlich alle voraussetzen, ist ein Grundmaß an Ausdauer und auch Verständnis für ihre Biologie sowie Psychologie. Frauen sind auf beiden Ebenen komplett anders als Männer.